dann stürzen wir uns in die Rechenregeln für komplexe Zahlen. Zunächst einmal, gerade wenn es um algebraische Umformungen und so geht, ist die gute Nachricht, wir können alles weiterverwenden, was wir bis jetzt kennen. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen kann ich quasi genau die gleiche Algebra verwenden, die wir im Reellen kennen. Wenn ich jetzt irgendeine Formel aufgeschrieben habe und da habe ich irgendwie meine Variablen drin und ich mache meine Umformungen, muss ich mich normalerweise nicht darum kümmern, ob diese Buchstaben jetzt für reelle Zahlen stehen oder für komplexe Zahlen. Ich kann die gleichen Äquivalenzumformungen verwenden. So, und dann gibt es aber eine Reihe von Rechenregeln, die ich mehr oder weniger daraus ableiten kann, speziell für komplexe Zahlen. Für diese Beispiele hier habe ich zwei komplexe Zahlen, Z1, Z2. Also das ist sehr üblich, wenn ich eine komplexe Zahl habe und ich will über die das Formelzeichen ausdrücken, es handelt sich um eine komplexe Zahl, dass ich dann einen Buchstaben Z dafür verwende. Und jetzt kann ich Z1 schreiben als A plus BJ. Also wenn wir jetzt irgendwo sehen A oder B, wissen wir, das ist die reelle oder imaginäre Komponente von Z1. Oder R1 unter dem Winkel 4,1. Und dann haben wir eine zweite Zahl, Z2, wo ich halt definiert habe, das ist Z plus C plus D, also C plus DJ, also C und D sind die reellen und imaginären Komponenten von unserer zweiten Zahl, Z2, oder auch, das ist der Winkel R2 unter dem Radius Phi2. Und wenn wir uns jetzt die vier Grundrechnungsarten anschauen dazu, haben wir zuerst Addition und Subtraktion. Und bei Addition und Subtraktion verwende ich eigentlich nur die Komponenten. Also wir sehen hier auf der rechten Seite A, B, C, D, aber ich habe eigentlich Radius und Winkel nicht verwendet. Das hat damit zu tun, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese beiden Operationen mit Radius und der Winkel, unter dem die Zahl steht, zu definieren. Aber es ist sehr einfach, das zu tun mit der Komponentenschreibweise. Da gehe ich zuerst her und ersetze, ich habe Z1 plus Z2. Da setze ich einfach Z1 durch die entsprechende Komponentenschreibweise von Z1, die ich definiert habe, und Z2 durch die Komponentenschreibweise von Z2. Und der Rest ist einfach nur Umformung. Ich habe jetzt hier A plus BJ plus C plus DJ. Und jetzt kann ich sagen, okay, die ganzen Klammern kann man wegtun, das sind nur eine Reihe von Additionen. Und dann kann ich A und C zusammenfassen, wo eben kein J drinnen vorkommt. Und ich kann B und D zusammenfassen, wo eben ein J vorkommt und das J rausheben. Und dann kommen wir eben auf diese Schreibweise hier rechts, die genau das ist, wie wir angefangen haben, die komplexen Zahlen zu definieren über die Addition. Dass man einfach sagt, okay, wenn wir zwei komplexe Zahlen addieren, was mache ich? Ich addiere die reellen Komponenten und das Ergebnis gibt mir die neue reelle Komponente und ich addiere die imaginären Komponenten und das Ergebnis gibt mir die neue imaginäre Komponente. Also diese erste Zeile ist überhaupt keine Überraschung. Ebenso wenig sollte die zweite Zeile eine Überraschung sein. Das ist genau das Gleiche. Ich setze wieder ein für Z1 und Z2 die entsprechenden Komponentenschreibweisen. Wenn ich jetzt aber die Klammern wegnehmen möchte, dann habe ich das Problem, dass hier ein Minus vor der Klammer steht. Also muss ich schreiben minus C minus DJ. Und wenn ich dann die ganzen Sachen zusammen glaube, habe ich eben A minus C für die neue reelle Komponente und B minus D für die neue imaginäre Komponente. Also genau das gleiche wie mit den Pfeilen, die ich dann hintereinander hänge und dann muss ich eben beim Subtrahieren den zweiten Pfeil umdrehen und den quasi in die andere Richtung interpretieren. Das ist überhaupt keine Überraschung. Interessant wird es hier unten, weil wir hier komplexe Zahlen multiplizieren und dividieren. Und während für die Addition irgendwie gleich aus dem Bauchgefühl das irgendwie richtig klingt, dass ich die Zahlen nehme und diese Pfeile hintereinander hänge, gibt es jetzt keine Definition, die aus dem Bauchgefühl auf Anhieb richtig klingt, wenn man komplexe Zahlen multipliziert und dividiert. Aber es gibt eine Definition, die funktioniert. Das ist das, was die komplexen Zahlen ausmacht. Sie funktionieren, ja.
Ich kann mir in der Mathematik alles mögliche zusammen definieren und kann sagen, ich habe meine eigene Zahlenmenge geschafft, die diese und jede Eigenschaften haben. Wenn es dann nicht konsistent ist, dann funktioniert die Zahlenmenge überhaupt nicht. Die komplexen Zahlen funktionieren unglaublich gut. Und ich kann die verwenden, um reale Dinge zu beschreiben. Nicht? Gut, wie definiere ich mir jetzt die Multiplikation von komplexen Zahlen? Also wenn ich jetzt meine komplexe Zahlenebene habe, ich habe da meine reelle Achse und meine imaginäre Achse. Und jetzt möchte ich zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Und wir sagen, wir nehmen diesen Pfeil hier, das ist meine erste Zahl, Z1, und das hier ist meine Zahl Z2. Und jetzt möchte ich wissen, was ist Z1 mal Z2. Dann kann ich das in der Polarschreibweise sehr gut beantworten. Ich sage einfach Folgendes, das ist jetzt die Regel, das ist noch nicht die Erklärung, warum diese Regel gut und richtig ist. Ich sage einfach mal die Regel. In der Polarschreibweise, da habe ich jetzt hier quasi mein R1, mein R2, mein Phi1, das ist mein Phi2. Das heißt, für das Resultat brauche ich einen neuen Winkel und ein neues R. Und für den neuen Winkel addiere ich einfach diese beiden Winkel zusammen. Und in dem Fall ist Z2 größer, also ich schaue mir an, wie groß Z1 ist. Und ich versuche das jetzt irgendwie so abzutragen. Aber vielleicht ist das ungefähr der gleiche Winkel. Das heißt, wir wissen jetzt, das ist wieder 4,1. Das Ergebnis zeigt in diese Richtung. Wir wissen noch nicht, wie lang das Ergebnis ist. Und ich mache es einfach. Ich sage, das ist 1. Dann ist das nämlich gleich lang. So. Ungefähr bist du. So. So, also ich sage, der Winkel ist einfach die anderen beiden Winkel zusammengezählt und die Länge von dem neuen Pfeil ist das Produkt der ursprünglichen Längen. Also ich nehme die Länge vom ersten mal der Länge vom zweiten, das ist dann die Länge vom dritten. Und weil ich jetzt nicht allzu viel abmessen wollte, habe ich einfach das hier gemacht und sage, ich definiere mir, der hat die Länge 1, dann wird der so lang sein wie der. Wer ist doppelt so lang? Nein. Genau, und darum habe ich hier diese Länge genommen, abgetragen und eingezeichnet, das ist 1. Also R1 ist 1 und darum ist R1 mal R2 gleich R2. Aber natürlich, hätte ich zum Beispiel gesagt, hier ist 1, dann hätte der schon die Länge 2, dann heißt, dann müsste dieser Pfeil doppelt so groß sein wie dieser Pfeil. Aber ich kann sozusagen komplexe Zahlen multiplizieren, indem ich beide Eigenschaften, die Länge und den Winkel getrennt betrachte. Und bei der Länge muss ich die beiden Längen multiplizieren und die Winkel muss ich addieren. Geht in die andere Richtung, die werden immer gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Also das ist der Winkel 4,1, das ist der Winkel 4,1, das ist der Winkel 4,2. Also ist das hier der Winkel 4,1 plus 4,2. So, das ist halt mal so. Ich werde dann nachher, aber ich glaube eher bei der Diskussion, gehe ich dann ein darauf, wie Euklid Multiplikation definiert hat. Wir werden sehen, dass die euklidische Multiplikationsdefinition, obwohl Euklid natürlich von komplexen Zahlen nichts gewusst hat, anschaulich perfekt darauf passt, was wir mit komplexen Zahlen machen. Das finde ich großartig, weil es zeigt, dass man mit den komplexen Zahlen am richtigen Weg ist quasi. Aber was anderes folgt hier unmittelbar. Wir können uns jetzt aus dieser Definition, bei der Division ist es umgekehrt, da werden die Winkel subtrahiert und die Beträge dividiert. Aber wir sehen das Muster quasi, nicht? Ich
Bei der Multiplikation multipliziere ich die Beträge, bei der Division dividiere ich die Beträge, bei der Multiplikation addiere ich die Winkel, bei der Division subtrahiere ich die Winkel. Also so gibt es eine ganze Reihe von anderen Dingen, die wir quasi wissen über Zahlen oder komplexe Zahlen, Spezialfälle, die ich nehmen kann und einsetzen kann und sehen kann, okay, bei all diesen Spezialfällen kommt da das Richtige raus. Was zum Beispiel auch eine gute Überlegung ist, ist sich zu überlegen, okay, was passiert denn, wenn ich eine rein reelle Zahl nehme, also zwei reelle Zahlen nehme und multipliziere oder dividiere. Dann muss ich das ja genauso verhalten wie die Multiplikation von reellen Zahlen, sonst ist das keine Übermenge der reellen Zahlen. Und wir sehen hier auch, naja, dann ist der Winkel halt immer 0, sagen wir mal positive Zahlen, dann ist der Winkel 0, das heißt die Summe der Winkel ist 0, die Differenz der Winkel ist 0, das heißt die Ergebnisse sind dann wieder reell. Und was ist die entsprechende die Länge? Okay, das ist dann genau die Multiplikation oder Division dieser reellen Zahlen. Also diese Spezialfälle, die man ausrechnen kann, die funktionieren alle. Wir können aber auch hergehen und andersherum einen Spezialfall nehmen, der sicherlich interessant sein könnte, den wir aber noch nicht losgelöst behandelt haben, nämlich das Quadrat von J. Jetzt kommen wir dorthin, wo die komplexen Zahlen normalerweise anfangen. Es ist so wichtig, ich mache eine neue Seite. So, also das soll jetzt meine komplexe Zahlenebene sein. Und wir haben hier, die Zahl J. Und jetzt ist die Frage, was ist J Quadrat? Also J mal J und wir wissen, J hat die Länge 1 und 1 mal 1 ist 1. Also was immer rauskommt, das muss wieder die Länge 1 haben. Der Pfeil, der rauskommt, muss die Länge 1 haben. Und dann schauen wir uns den Winkel an. Naja, und dieser Winkel hier, der ist 90 Grad. 90 plus 90 ist 180. Das heißt, der neue Winkel muss 180 sein. Und das ist einfach von hier weg gemessen 180. Naja, ist die andere Richtung. Das heißt, wir wissen, dieser Pfeil hier, der auch die Länge 1 hat, aber nach links zeigt, das ist J². Naja, und wir brauchen jetzt nur auf diese Ebene schauen und sehen sofort, wir kennen die gleiche Zahl auch unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen minus 1. So. Und das heißt, wir kommen hier auf die überraschende Feststellung, J² ist minus 1. Oder, wenn ich die Wurzel von minus 1 nehme, ist eins der beiden Ergebnisse J. Das andere ist minus J. Das ist, ich finde es so rum viel besser, als wenn man das über die Wurzel anschreibt. Ich finde es viel schöner, dass 1 durch J minus J ist. Ja, natürlich. Aber macht ja auch Sinn, weil 1 durch 1 ist 1 und dann nehme ich diese 90 Grad mit minus, so minus J. Was muss ich als positive Wurzel wovon? Wie? Ah, ja. Was heißt positive? Nein. Was heißt positive Wurzel oder negative Wurzel? Das sind Begriffe, mit denen ich nicht vertraut bin. Eine Quadratwurzel hat zwei Ergebnisse. Genau. Und zwar folgende, ich habe einen Pfeil, eine komplexe Zahl, und von der möchte ich eine Quadratwurzel berechnen. Ich habe eine Wurzel n der Ordnung und ich will jetzt quasi von einem Pfeil diese Wurzel n der Ordnung berechnen. Dann haben die alle den gleichen Betrag, nämlich die Wurzel n der Ordnung von
dem Betrag der ursprünglichen Zahl, weil das aber eine positive reelle Zahl ist, ist eindeutig, was da rauskommt. Also zum Beispiel bei einer Quadratwurzel entsprechend die Wurzel davon. So, wie kriege ich die n-Werte davon? Ich nehme das Argument, also diesen Winkel hier, unter dem die ursprüngliche Zahl steht, und dividiere die durch n. Dann kriege ich ein Ergebnis. Und dann konstruiere ich von diesem Ergebnis weg ein n-seitiges gleichmäßiges Polygon um den Ursprung und dort bekomme ich dann meine anderen Punkte. Und dieses Ergebnis, das ich bei Argument durch n bekomme, das ist das primäre Ergebnis der Wurzel. Aber positiv oder negativ macht keinen Sinn. Und das ist auch einer der Bereiche, wo die meisten Leute, wenn sie anfangen mit komplexen Zahlen, stolpern am Anfang, dass sie versuchen, Ungleichungen mit komplexen Zahlen zu lösen. Wenn du sagst, negativ heißt das kleiner als 0 und positiv heißt das größer als 0. Du kannst mit komplexen Zahlen keine Ungleichungen lösen. Es macht keinen Sinn zu sagen, z1 ist kleiner oder größer als z2, weil es keine sinnvolle Definition gibt. Also ich kann ja Monotoniegesetze, wenn ich Ungleichungen habe, dann kann ich meine Monotoniegesetze anwenden. Das heißt, egal welche Definition von z1 ist kleiner als z2 du jetzt kommst, die Monotoniegesetze müssen dafür noch gelten. Und ich glaube, du wirst keine finden, für die das funktioniert. Na, wieso? J ist genau ein Wert. Das minus J zum Quadrat, dass das auch minus 1 ist, das stört uns ja nicht. Ja. Mhm. Bitte sehr. Nehmen wir an, ich nehme die Zahl 2. Ja? Rechne sie zum Quadrat. Dann habe ich da, einen Winkel von 0. 0 ja? Plus 0 ist 0, das heißt, ich gehe in die gleiche Richtung. 2 mal 2 ist 4, komme ich da her. Genau. Und jetzt? Oh, da. Du warst da? Soll ich das so machen? Nein. Ja? Okay. Das heißt, ich komme da in diese Richtung weiter. Ja? Ich komme bis daher. Wenn ich jetzt minus 2 angenommen zum Quadrat nehme, dann minus 2 mal minus 2 ist plus 4, komme ich wieder daher. Das heißt, die Wurzel von 4 liefert zwei Ergebnisse, entweder 2 oder minus 2. Ja. War das das, was du gemeint hast? Ja. Okay. Ja. Wobei wir bei minus 2 ja eigentlich sagen müssten, die komplexe Zahl hat den Betrag 2 und den Winkel 180 Grad und beim Quadrieren habe ich dann 2 mal 2 ist 4, also es kommt die Länge 4 raus und 180 mal 2 ist 360, das heißt, wir haben die volle Umdrehung abgeschlossen und sind wieder auf der positiven reellen Halbachse. So. Gut, also das ist ein Ergebnis, was wir da jetzt haben, das J Quadrat minus 1 ergibt. Und dann haben wir noch ein paar andere Ergebnisse rausgefunden, unter anderem das minus J Quadrat minus 1 ergibt und das 1 durch J minus J ist. Das sind so Dinge. Aber dieses eine, J Quadrat ist minus 1, das erlaubt es uns jetzt, die Multiplikation von komplexen Zahlen auch in der Komponentenschreibweise zu lösen. Bei der Addition habe ich gesagt, Komponentenschreibweise ist easy, aber in Polarschreibweise wird das sehr schwierig. Bei der Multiplikation, ich habe es gleich mal über die Polarschreibweise definiert, weil ich nämlich glaube, dass das die viel anschaulichere ist. Und aus dem haben wir jetzt ableiten können, was ist J Quadrat. Und jetzt können wir mit J Quadrat, indem wir das wissen, können wir hergehen und können Z1 mal Z2 versuchen, über die Komponentenschreibweise zu lösen. Also machen wir es genauso, wie wir bei der Addition vorher gehabt haben.
Wir ersetzen zuerst Z1 durch die entsprechende Komponentenschreibweise A plus BJ und Z2 durch die Komponentenschreibweise C plus DJ. Und diese beiden Dinge multiplizieren wir jetzt miteinander. Dann habe ich eben hier A plus BJ in Klammern mal Klammer C plus DJ. Wenn ich das jetzt ausmultipliziere, nicht, dann haben wir irgendwie A mal C, BJ mal C, A mal DJ und BJ mal DJ. Und die ersten drei Dinge, die ich gesagt habe, finden wir gleich wieder. Das letzte, was ich gesagt habe, war aber jetzt BJ mal DJ. Also das ist B mal D mal J Quadrat. Und J Quadrat kennen wir. J Quadrat ist minus 1. Also können wir quasi BJ mal DJ auch schreiben als minus BD. So, das ist das, da ist jetzt der Trick. Mit dem Wissen hier, wir können das J behandeln, als wäre es einfach eine Variable und wir können es mitschleifen. So wie aber irgendwo ein J Quadrat vorkommt, können wir sagen, okay, ich weiß nicht, was J ist, weil J ist dieses komische Ding, was wir imaginäre Einheit nennen, aber J Quadrat kenne ich, also setzen wir 1 minus 1. Und da komme ich eben jetzt auf diesen Term und jetzt kann ich wieder die Dinge, wo ein J drinnen vorkommt, zusammenfassen und die Dinge, wo kein J vorkommt, zusammenfassen und dann bei den J das J rausheben und ich komme auf diese Formel hier. AC minus BD, das ist mein reeller Teil und mein imaginärer Teil ist AD plus BC mal J. Und das kann man jetzt sich durchdenken, man kann es mit Zahlenwerten ausprobieren und aufzeichnen, das ist äquivalent zu der oberen Definition in Polarschreibweise. Und das ist schon sehr praktisch, weil das lässt sich ja viel leichter rechnen, als wenn wir jetzt mit der Polarschreibweise arbeiten, weil ich da die Trigonometriefunktionen brauche, um mal in die Polarschreibweise zu kommen und so weiter. Ja, wo alles viel einfacher wird, aber nicht unbedingt viel schneller zu rechnen, wenn ich irgendwie das andere in Fixkomma rechnen könnte und dann habe ich da auf einmal irgendwelche transistenten Funktionen drinnen. Solange du nur Plus und Mal hast. Ja. Ja, ja. So. Also wir haben jetzt die Grundrechnungsarten definiert. Wir können eigentlich, jetzt können wir mit den komplexen Zahlen rechnen. Dividieren ist noch ein bisschen mühsam, weil wir müssen eine Polarschreibweise umrechnen, damit wir dann irgendwie Winkel subtrahieren können. Aber es geht, es ist jetzt nur noch mühsam, es ist jetzt nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir wollen uns die Division noch vereinfachen, das kommt hier unten. Dazu definieren wir aber einfach mal ein paar Operatoren, weil man die oft braucht, wenn man mit komplexen Zahlen arbeitet. Die ersten beiden sind einfach, das ist die hier, Re von Z1 liefert mir die reelle Komponente. Also wenn das jetzt, weiß ich nicht, 5 plus 1000 J ist, ist das 5. Liefert mir die reelle Komponente und wirft die imaginäre weg. IM liefert mir eben nur die imaginäre Komponente, aber als reelle Zahl. Also wenn die Zahl 5 plus 1000 J ist, liefert mir IM von Z1000. Nur die imaginäre Komponente, aber eben als reelle Zahl. Das heißt, so kriege ich die beiden Komponenten heraus, wenn ich sie in dieser Komponentenschreibweise A plus DJ habe. Wenn ich sie in Polarschreibweise habe, kriege ich auch beide Komponenten heraus über diese beiden Operatoren. Das eine ist der Betrag, der mir einfach die Länge von dem Pfeil liefert. Und den Winkel, den nennt man eben Argument. Darum schreibe ich das hier so als Arg an. Außerdem gibt es noch eine weitere Operation, die man oft braucht, sondern konjugiert komplexe Zahlen. Das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt hier Z zum Beispiel habe und Z ist A plus BJ, dann drehe ich das Vorzeichen zu der imaginären Zahl um. Dann ist es konjugiert komplex. Also es ist dann A minus BJ. Also wenn die Zahl irgendwie 5 plus 1000 J war, ist sie nachher, wenn ich so einen Strich drüber zeichne, um anzudeuten, ich möchte die konjugiert komplexe haben, ist es 5 minus 1000. J. Und man kann mit diesen konjugiert komplexen Zahlen unglaublich viele lustige Sachen machen, aber unter anderem komme ich so auf den Betrag. Ich kann irgendwie sagen, okay, ich nehme eine Zahl, multipliziere sie mit dem konjugiert komplexen und ich kann das einfach nur mal ausprobieren, ich schreibe das an, wie wir es vorher gehabt haben, was heißt Multiplikation
und kürze dann raus und da komme ich eben drauf, das ist a Quadrat plus b Quadrat. Und das ist auch fast schon der Pythagoras. Für den Pythagoras bräuchte ich noch die Wurzel drüber. Also a Quadrat plus b Quadrat ist die Länge zum Quadrat. Das ist eine der Dinge, die ich machen kann über diese konjugiert komplexen Zahlen. Genau, die Wurzel von Z1 mal Z1 konjugiert. Wäre eine Möglichkeit, das zu rechnen. So, wir wollen die Division jetzt noch besser lösen. Also, wir haben bis jetzt eigentlich nichts, wo man wirklich gut dividieren kann. Da müsste man in die Polarschreibweise umwandeln und so. Was wir uns aber vorstellen könnten, ist, durch eine reelle Zahl zu dividieren. Weil da brauche ich ja nur, wenn ich, weiß ich nicht, z1 durch x rechnen möchte und x ist eine reelle Zahl, dann wissen wir ja, wie man 1 durch x rechnet, weil 1 durch in reell kann ich ja rechnen, dann habe ich eine neue Zahl und die kann ich dazu multiplizieren. Dann würde ich quasi sagen, z durch x ist das gleiche wie z mal 1 durch x und ich brauche nur Multiplikation mit komplexen Zahlen machen und 1 durch x im Reellen kenne ich ja schon. Und wir versuchen jetzt, einen komplexen Bruch z1 durch z2 dorthin zu bekommen. Und wir haben gerade vorher gesehen, wenn ich eine komplexe Zahl mit ihrem konjugiert komplexen multipliziere, dann kommt was Reelles raus. Also wenn ich irgendwo algebraische Umformungen mache und ich möchte an einer Stelle, wo was Komplexes ist, was Reelles bekommen, dann schaue ich, ob ich das hinkriege, was ich an der Stelle mit dem entsprechend konjugiert komplexen multiplizieren kann. In dem Fall haben wir hier z1 durch z2. Jetzt kann ich diesen Bruch mit z2 konjugiert erweitern. Einfach oben und unten mit dem gleichen multiplizieren. Und damit haben wir jetzt hier im Nenner z2 mal z2 konjugiert. Und wir wissen, das ist nichts anderes als c2 plus d2, also die beiden Komponenten von z2. Das ist reell. Und oben haben wir halt jetzt eine komplexe Multiplikation. Immer komplex multipliziert kennen wir aber schon. Das ist einfach das da. Ja, und dann habe ich hier am Schluss ein Ergebnis, das ich 1 zu 1 zurechnen kann, ohne dass ich irgendwie in Polarschreibweise umrechnen muss und so weiter. Und damit können wir jetzt die ganzen Grundrechnungsarten komplex rechnen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Term anschreiben würde und sagen würde, weiß ich, rechne jetzt mal irgendwie das plus dem und das Ganze dividiert durch eine dritte Zahl, dann haben wir jetzt alles, was man braucht, um das zu rechnen, selbst wenn der Taschenrechner nicht komplex rechnen kann. Aber bevorzugt ist natürlich, wir nehmen einen Taschenrechner, der schon komplex rechnen kann, weil dann kann ich alles so rechnen, wie ich den ganzen Rest schon immer gerechnet habe. Ich tippe ihn einfach in den Taschenrechner ein und dann sagt mir das wunderbare Gerät das Ergebnis. Können Sie das ein bisschen? So. Damit sind wir hier bei dem letzten Satz. Die meisten Taschenrechner-Mathematikprogramme können eh direkt mit komplexen Zahlen rechnen. Also wozu haben wir uns das alles angeschaut? Wir haben uns das angeschaut, damit wir sehen, es ist keine Hexerei. Es sind eigentlich relativ einfache Handwerkstricks, die da mathematisch gemacht werden, um damit rechnen zu können. Und dann passt das schon alles zusammen. Um das zu vertiefen, aber bei der Diskussionspunkte jetzt ein paar einfache Aussagen, die alle wahr sind, ich behaupte, dass sie wahr sind, und die Aufgabe ist, dass wir uns jetzt gemeinsam überlegen, warum sind sie denn wahr. Das erste ist, 1 durch j ist minus j. Genau. Das ist, ich möchte es trotzdem jetzt noch im Koordinatensystem aufzeichnen, weil ich glaube, dass es immer besser ist, sich die Dinge im Koordinatensystem vorzustellen. Und wir haben hier, sagen wir, das ist immer die Länge 1. Dann ist dieser Pfeil hier j. Und was heißt 1 durch j? Das heißt, die neue Zahl hat die gleiche Länge, auch die Länge 1, aber minus diesen Winkel. Nicht? Wir müssen quasi den Winkel, unter dem 1 steht, also von den Beträgen haben wir 1 durch 1, das ist wieder 1, aber von den Winkeln her haben wir 1 unter dem Winkel 0
und J unter dem Winkel 90 Grad. Und jetzt sage ich aber, ich muss den Zählerwinkel minus dem... Es ist J. J steht unter dem Winkel 90 Grad, weil die, zur reellen Achse ist J 90 Grad. Das hier ist mein 90 Grad Winkel. Nicht? So ist quasi J definiert als orthogonal zur reellen Achse. Und wir haben gesagt, wenn ich eine komplexe Zahl durch eine andere dividiere, dann müssten wir die Beträge dividieren, um auf den neuen Betrag zu kommen. Naja, J hat den Betrag 1, das heißt, der neue Betrag ist 1 durch 1, 1 durch 1 ist 1. Also wir suchen eine komplexe Zahl mit dem Betrag 1. Die Frage ist nur, in welche Richtung zeigt der Pfeil? Unter welchem Winkel steht er? Und der Winkel von dem Ergebnis der Division ist der Winkel minus dem Winkel. Und eine positive reelle Zahl steht unter dem Winkel 0. Nicht? Diese Achse hat zu dieser Achse den Winkel 0 minus den Winkel von dem. Und der Winkel von dem ist 90 Grad, also der neue Winkel minus 90 Grad. Und dann zeigt eben das Ergebnis unten. Und so komme ich auf 1 durch J, das ist minus J. Und wenn ich irgendwo quasi das sehe, in der Formel, wenn ich irgendwo sehe J Quadrat, kann ich sofort sagen, haha, ich weiß, was das ist, minus 1. Wenn irgendwo steht 1 durch J, weiß, kann ich sofort sagen, haha, ich weiß, was das ist minus J. So, die nächste Aussage. Z plus Z konjugiert halbe ist der Realanteil von Z. Ich sage, es ist wahr. Warum? Also, wenn ich sage, ich definiere mal Z als A plus BJ, dann habe ich ja bei Z plus Z konjugiert halbe stehen nichts anderes als A plus B plus A minus B. Z konjugiert ist A minus B. Halbe. Naja, und da sieht man eben jetzt schon, wir addieren das B dazu und dann subtrahieren wir es wieder weg. Also ist das nichts anderes als, ich schreibe es nochmal so hin, A plus B plus A minus B halbe. Und das plus B und das minus B, das kürzt sich gegeneinander raus. Das heißt, wir haben hier 2A durch 2. Naja, und das ist A. Also das scheint zu stimmen. Z plus Z konjugiert halbe ist der Realanteil von dem A. Ihr seht, wie mächtig dieses konjugiert ist. Wir haben vorher de facto das Betrag abgebildet auf das konjugiert. Und jetzt gehen wir her und bilden das Bilden eines Realanteils und das Bilden eines Imaginäranteils im nächsten Schritt auch ab mit diesem konjugiert. Also schrittweise kommen wir drauf, dieses konjugiert ist eine unglaublich geniale Operation. Weil jetzt, wenn ich die beiden habe, dann kann ich auch noch den Winkel darüber abbilden. Aber eins hat die Meinung. So, kommen wir zu dem hier. Wir behaupten, dass Z minus Z konjugiert durch 2J das gleiche ist wie der Imaginäranteil von Z. Warum ist das so? Exakt, das gleiche noch einmal. Diesmal haben wir Z minus Z konjugiert durch 2J. So, wenn ich das jetzt lang wieder anschreibe, dann haben wir hier A plus B minus A minus B durch 2J. So, und das ist A plus B
minus a plus b. Nicht, weil wenn wir diese Klammer auflösen, dieses Minus und dieses Minus macht ein Plus. J hier und J hier. So, also jetzt hebt sich das A und das Minus A gegenseitig raus. Und übrig bleibt dann eben ein 2bj durch 2j. Naja, und da sieht man jetzt schon, dass 2j kürzt sich raus. Also in der Tat ist das b. Die meisten Sachen, solche Behauptungen rund um die komplexen Zahlen, die schauen furchtbar aus und dann schreibt man es so an und zwei Zeilen später, das ist eine ganz triviale Feststellung, dass das so ist. Es ist immer das Gleiche, einerseits lässt man sich abschrecken durch das Komplex und dann lässt man sich abschrecken durch andere Zeichen, die am ersten Blick halt abschreckend sind. So. Nächste Behauptung. Wenn z r unter dem Winkel phi ist, dann heißt das, dass z konjugiert r unter dem Winkel minus phi ist. Also wir suchen uns eine x-beliebige komplexe Zahl. Nehmen wir diesen Pfeil hier. Schaut fast aus wie 45 Grad, aber es ist wurscht, das ist eine x-beliebige komplexe Zahl. Dann haben wir hier unseren reellen Anteil a und hier unseren imaginären Anteil a, so, bj. Und konjugiert komplex hat er den gleichen reellen Anteil, aber den imaginären Anteil, da müssen wir das Vorzeichen umdrehen. Also wir spiegeln sozusagen dieses Bild um die reelle Achse auf minus bj. So. Und eine andere Möglichkeit, dorthin zu gehen, ist, wenn ich mir überlege, dieser Pfeil, ich fange quasi an mit dem Pfeil in der reellen Achse, und dann drehe ich ihn um einen gewissen Winkel, damit eine reelle Zahl rauskommt. Was heißt das? Ich fange an mit einer reellen positiven Zahl und dann drehe ich sie um einen gewissen Winkel. Und wenn ich das Ganze jetzt hier gespiegelt um diese Achse machen möchte, dann muss ich halt da drauf runter drehen. Und das funktioniert natürlich beliebig weit. Das könnte der Winkel hier, der könnte hinten sein, wenn ich spiegel, das gleiche, wenn ich von der anderen Seite komme. Der Winkel könnte größer als 180 sein. Nicht? Der Winkel könnte zum Beispiel bis in diesen Quadranten gehen. Ein ganz großer Winkel sein. Wenn ich spiegel, ist er da. Oder wenn ich in eine andere Richtung starte, dann komme ich eben bis darüber. Daher heißt quasi, wenn ich die Polarschreibweise habe, und irgendwo steht konjugiert, dann brauche ich nicht in die Komponentenschreibweise umrechnen, das Vorzeichen von der einen Komponente drehen und dann vielleicht wieder eine Polarschreibweise zurückrechnen, sondern ich kann einfach sagen, ich drehe das Vorzeichen von dem Winkel um. Und das ist gut. So, dann haben wir das hier. Sinus von Phi ist e hoch phi j minus e hoch minus phi j durch 2j. Das ist furchteinflößend, oder? Kann mir jemand sagen, ob das stimmt? Also, e hoch phi j, was ist denn das für eine komplexe Zahl in Polarschreibweise?
Also E hoch Phi J. Genau. Das ist 1 unter dem Winkel Phi. So. Was ist E hoch minus Phi J? Ja. Das ist 1 unter dem Winkel minus Phi. Wie verhalten sich diese beiden Zahlen zueinander? Genau, die sind konjugiert komplex. Das ist genau das, was wir da gerade gehabt haben. Nicht? Mit minus Phi und. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, eine komplexe, minus ihr konjugiert komplexes durch 2j. Das ist genau das hier. Das ist der Imaginäranteil einer Zahl. Das heißt, das, was da steht, e hoch 4j minus e hoch minus 4j durch 2j ist der Imaginäranteil von e hoch 4j. Oder auch der Imaginäranteil von 1 unter dem Winkel Phi. Und jetzt sehen wir schon wieder einen Punkt, wo ich Einheitskreise und Dreiecke zeichnen kann. Weißt, ich habe mein Koordinatensystem, meine komplexe Zahlenebene quasi hier. Jetzt habe ich hier meinen Einheitskreis. Ich habe irgendeine Zahl unter dem Winkel Phi und wir schauen uns an, was die imaginäre Komponente von dieser komplexen Zahl ist. Das heißt, in diesem Dreieck hier, das da einen rechten Winkel hat, schauen wir uns diese Seite hier an und das ist die Gegenkathete von dem Winkel, also ist das Sinus von Phi. Und damit ist das wahr. Und das ist sehr schön, weil bis jetzt haben wir den Sinus als eine eigenständige Funktion betrachtet, wo wir viele Sachen darüber wissen müssen. Das sind alles Eigenschaften von dem Sinus. Und jetzt kommen wir drauf, mit komplexen Zahlen kann ich mit dem Sinus rechnen, ohne dass ich einen Sinus brauche. Ich kann den Sinus machen mit den komplexen Zahlen, weil diese anderen Operationen Eigenschaften haben, die es mir erlauben, den Sinus aus diesen Eigenschaften zusammenzusetzen. Gut. Die letzte Zeile. Ja, nein. Ich habe hier. Ich verstehe dich leider nicht, weil die zu laut sind und du zu leise. Achso, du meinst, es ist quasi so ein Chicken Egg, dass auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit den komplexen Zahlen. Es geht ja nicht darum, dass das zwei Komponenten. Es geht darum, dass ich Sinus nicht mehr brauche. Wenn ich komplexe Zahlen. Genau. Naja, aber wir haben Systeme, die über einen Sinus ausgedrückt werden, wie zum Beispiel unser y von t ist y Amplitude mal Sinus Omega t. Wir haben diese Funktion gegeben, wir wollen die analysieren und wir kommen drauf, wenn ich das ganze Problem in die komplexe Domäne übertrage, dann kann ich damit arbeiten, ohne den Sinus zu brauchen. Das heißt, ich brauche auch keine speziellen Sätze über den Sinus. Also wenn ich jetzt normalerweise kompliziertere Sachen mit Sinus habe, dann habe ich ja nicht nur, okay, das gibt die Sinusfunktion, sondern ich habe eine ganze Latte von Äquivalenzumformungen, die hoffentlich in einer Formelsammlung stehen, die ich verwenden kann über Sinus und Cosinus. Den Sinus hat. Wenn du möchtest, du kannst natürlich auch sagen, weil
ich kann ja den Satz von Pythagoras zeigen, ohne ein einziges Mal Sinus und Cosinus zu verwenden, sondern es reicht, dass das Dreieck einen rechten Winkel an der Stelle hat. Aber es ist, also, wenn ich ein Mathematikbeispiel lösen muss und da kommen jetzt kompliziertere Sachen mit Sinus und Cosinus vor, sodass ich aufwendigere Umformungen bräuchte, dann gehe ich in der Regel nicht her und suche mir aus der Formelsammlung die ganzen Sätze dazu raus, sondern ich wandle das Problem einfach ins Komplexe um. Und alle algebraischen Umformungen, die ich jetzt brauche, zu einem Ergebnis kommen, sind einfach Umformungen mit Grundrechnungsarten. Und das ist viel, viel einfacher, als eine halbe Formelsammlung auswendig zu können, wie irgendwie, weiß ich nicht, Cosinus-Satz, was ist Sinus, Quadrat und so weiter und so fort. Eben, es wird viel einfacher. Okay, also die letzte Zeile ist nur der Pythagoras. Super Timing. Die letzte Zeile ist nur der Pythagoras, vielleicht kommt er auch wieder. Oder auch nicht. So, jetzt. So, ist nur der Pythagoras, dass ich irgendwie die Quadrate von den Katheten nehme und die Wurzel dann davon, von der Summe. Und dann komme ich wieder auf die Länge, auf die Hypotenuse von diesem Dreieck. Oder eben nicht mit reell und imaginär, sondern mit Zahl mal konjugiert komplex, wo wir ja vorher gesehen haben, dass es genau das gleiche ist, wie die Quadrate der beiden Komponenten zu summieren. Okay. Gell, schon langsam wollen wir da etwas machen. Es wird ein bisschen tanzen wir noch um die Zahlen herum, dann tun wir was Sinnvolles dann. Gut. Eine Übung. Mit welcher Zahl in Polarschreibweise muss man 1 plus j multiplizieren, damit man 5j als Resultat erhält? Genau. Also man kann quasi schreiben, 1 plus j, das ist ja nichts anderes als Wurzel 2 unter dem Winkel 45 Grad. Nicht? So, und 5j ist nichts anderes als 5 unter dem Winkel 90 Grad. Genau. Also wir sagen, Wurzel 2 unter dem Winkel 45 Grad multipliziert mit unserer Zahl, die wir finden wollen, ergibt 5 unter dem Winkel 90 Grad. Und du hast es gesagt, okay, der Winkel ist einfach, weil bei der Multiplikation addieren sich ja die Winkel. Das heißt, wir müssen zu den 45 Grad noch 45 Grad dazuzählen, damit wir auf die 90 Grad kommen. So. Und was müssten wir mit der Länge machen? Genau. 5 durch Wurzel 2, das ist Wurzel von 25 halbe, das ist ungefähr die Wurzel von 12 halbe, also ungefähr 3,5. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Gut, das war diese Übung. Machen wir zuerst die Diskussion und dann machen wir das mit dem Euklid. Für welche Fälle eignet sich Polarschreibweise und für welche die Komponentenschreibweise besser?
was sind die Vor- und Nachteile von den jeweiligen. Solange ich nur multiplizieren möchte, ist es einfacher in Polarschreibweise. Also wenn ich dazwischen dann ab und zu addieren möchte, ist das zum Beispiel blöd, weil dann brauche ich wieder transistente Funktionen zum Umformen zwischen diesen Schreibweisen. Ich würde sagen, wenn ich wirklich damit rechnen möchte, also jetzt nicht ich, sondern der Computer und ich schreibe ein Programm und so, dann will ich eigentlich alles in Komponentenschreibweise machen. Weil man kann in Komponentenschreibweise super einfach addieren und subtrahieren und es gibt vergleichsweise einfache Definitionen. Die Formel macht die Multiplikation, die Formel macht die Division. Die haben wir uns im Zuge dieses Blocks hergeleitet. Das heißt, zum Rechnen mit dem Computer oder in einem Programm würde ich eigentlich alles in Komponentenschreibweise machen. Wenn ich es mir vorstellen möchte, was da passiert, dann ist oft die Polarschreibweise besser. Und in vielen Fällen, wir haben gesagt, bei den Zahlen, nicht? Ich brauche quasi was in der Wirklichkeit, was dann irgendwie zu dem dazugehört, was ich da rechnen möchte. Und in der Regel ist das nicht so, dass man reelle und imaginäre Komponenten unterschiedliche Bedeutungen gibt, sondern man gibt eben dem Betrag und dem Argument die beiden Bedeutungen. Wir werden das kennenlernen dann, wenn wir die komplexe Wechselstromrechnung machen im nächsten Block, dass wir der Amplitude dem Betrag der komplexen Zahlen zuordnen und die Phasenlage dem Argument. Das heißt, wenn ich solche Systeme habe, dann kann ich mir auch gleich viel mehr darunter vorstellen, wenn ich die Zahl einfach vor mir sehe, wenn sie in Polarschreibweise ist, als wenn sie in Komponentenschreibweise ist. Also für Ein- und Ausgabe ist es eben aufgrund von dem oft besser, Polarschreibweise zu verwenden, weil es näher ist an der wirklichen Bedeutung, den wir den Zahlen dann zuschreiben. Aber zum Rechnen, gerade in einem Computerprogramm, ist Komponentenschreibweise klar besser. Zum Rechnen mit der Hand hängt es davon ab. Gerade bei der Multiplikation haben wir jetzt gesehen, das geht eigentlich sehr, sehr schön, sowas hier in Polarschreibweise zu machen. Gut. Bevor ich jetzt zum Euklid komme, gibt es noch, der Block ist noch nicht aus. Du kannst dich noch gedulden. Gibt es noch Fragen? Ja? Ah, du meinst, weil das Quadrat hier drinnen ist. Ja, ja, das ist eine übliche Schreibweise, wenn ich quasi eine Funktion nehme zum Quadrat, dass man das Quadrat nicht hier macht, sondern beim Funktionsnamen, damit eindeutig ist, also wenn ich zum Beispiel sage, bei vielen Funktionen schreibe ich zum Beispiel Sinus x, nicht wenn ich ein Programm schreibe, schreibe ich Sinus Klammer auf, x Klammer zu, aber in der Mathematik lässt man die Klammern oft weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Sinus x Quadrat, würde ich ganz klar meinen, den Sinus von x zum Quadrat und nicht das Quadrat von Sinus x. Und wenn ich nur um das x-Klammern herum mache, ändert das jetzt nicht unbedingt noch was, weil es könnten die Funktionsklammern sein oder die Klammern um das x und darum schreibt man für das andere oft Sinus Quadrat von x. Und dann ist wurscht, ob man das x in Klammern tut oder nicht. Und das ist genau das hier, um zu sagen, quadriere, nachdem du die Funktion durchgeführt hast. Das ist leider ein Teil, das hat jetzt mit Mathematik inhärent nichts zu tun. Das ist mathematische Notation. Aber es ist leider ein Teil der mathematischen Notation, der nicht sehr gut durchdacht ist, meiner Meinung nach. Auf Taschenrechnern findet man sehr oft eine Funktion, da steht das auf der Taste drauf. Und gemeint ist aber nicht, macht zuerst den Sinus und rechnet das Ergebnis hoch minus 1. Nicht? Das wird dann heißen 1 durch diesen Sinus, sondern gemeint ist damit die Umkehrfunktion vom Sinus, also der Arcosinus. Ich finde das, find das nicht so schön und in meinen Unterlagen, wann immer ich die Umkehrfunktion von einer Winkelfunktion habe, schreibe ich eben auch Arcsin und nicht Sin hoch minus 1, weil das würde meiner Meinung nach was anderes heißen. Aber das ist halt so ein Bereich in der mathematischen Notation, der halt leider uneindeutig ist. Und dann muss man halt mit Verstand aus dem Kontext heraus erkennen, was gemeint ist. Naja, aber ob ich jetzt... Also,
Oh ja, in Unterlagen ganz oft 10 hoch minus 1. Ja, ja. Das Problem ist halt oft, wenn du irgendein Paper hast, dass die Notation nicht länger mal gleich eingeführt wird, dann muss irgendwie reinlaufen. Ja, das hat sich halt leider so. Ich finde auch Asien zum Beispiel, auch auf Taschenrechnern, bei manchen Herstellern steht auch Asien drauf. Meistens schreiben sie nicht arg kleiner Abstand Sinn. Aber Asin ist auch okay und eindeutig, aber das ist hoch minus 1, das mache ich gar nicht. Das habe ich aber eben leider schon oft auch in Lehrbüchern schon gesehen, jetzt nicht nur in Papers und so. Ha? Das Sinusquadrat? Nicht, also das würde entweder heißen arg Sin oder 1 durch Sinus. Das sind quasi die beiden Bedeutungen. Nicht? Sin hoch minus 1x kann heißen arg Sin x, das heißt es in der Regel, oder 1 durch Sinus x. Das wäre halt eine mögliche Interpretation, wenn man diesen Exponenten wirklich als Exponenten versteht. Gut, soll uns aber nicht weiter stören. Das ist jetzt nur ein kleines. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, wie der Euklid die Multiplikation definiert hat. Und zwar leitet Euklid alles aus Strecken ab. Und beim Addieren sagt er, ich nehme quasi die Strecken und tue sie hintereinander. Und dann schaue ich, wie lang ist die resultierende Strecke und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zwei Zahlen multipliziere, sagen wir haben die Rechnung, a mal b ist gleich c, dann sind in dieser Rechnung vier verschiedene Strecken beteiligt. Eine Strecke, die nennen wir 1. Die gibt es quasi inhärent, die ist irgendwie Gott gegeben. Es gibt eine Strecke, die heißt 1 und hat die Länge 1. Und dann haben wir eine Strecke A. Sagen wir die so. Dann haben wir eine Strecke B. Sagen wir die so. Und dann haben wir die Strecke C. Naja, wir machen jetzt eigentlich Algebra. Also wir schauen uns diese Aussage an und schauen, wie diese Dinge hier zueinander stehen. Gut. Wie machen wir das am besten? Wir können diese Aussage umformen, das geht am einfachsten. Wir können diese Aussage umformen und können eine andere Art finden, die gleiche Aussage anzuschreiben. Wir können das zum Beispiel anschreiben, als b verhält sich zu 1 genauso, wie sich c zu a verhält. Also man sieht, das ist die gleiche Aussage. Ich habe quasi nur das a auf die rechte Seite rüber dividiert und dann habe ich halt hier nicht b geschrieben, sondern b durch 1, aber das ist irgendwie das Gleiche. Also wenn ich das hier so anschreibe, dann kann ich das hier sinnvoll ausdrücken, was das heißen soll. Ich kann sagen, okay, ich schaue, wie verhält sich die Strecke B zur Strecke 1. Naja, die ist doppelt so groß. B ist doppelt so groß wie 1. Und das heißt, C muss doppelt so groß sein wie A. Und das ist auch in der Tat der Fall. Also die ist 4 lang, die ist 2 lang, die ist 8 lang. Und das heißt die Multiplikation. Ich nehme einen der beiden Faktoren hier und sage, so wie sich der zu 1 verhält, so verhält sich das Ergebnis zum anderen Faktor. Und das kann entweder so rum sein oder andersrum. Ich kann natürlich sagen, so wie sich a zu 1 verhält, so verhält sich c zu b. Und a ist viermal so lang wie 1. Das heißt, c muss viermal so lang sein wie b. Das ist die euklidische Definition. Was heißt das, wenn ich Zahlen miteinander multipliziere? Und wir können uns anschauen, ob
diese Definition von, das heißt das, Zahlen zu multiplizieren, ob die auch funktioniert im Komplexen. Gut. Wenn ich zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziere, zeichnen wir dann mal zwei komplexe Zahlen ein. Sagen wir irgendwie sowas da. Und nennen wir die A und B. So, das ist A und das ist B. Oder, Entschuldigung, Z1 und Z2 natürlich. Was haben wir gesagt, wie wir die multiplizieren? Naja, wir brauchen dann R1 und wir brauchen Phi1 und wir brauchen R2 und wir brauchen Phi2. Und dann haben wir eben die resultierende Zahl, die, wenn ich den Winkel nenne, vielleicht ist das gerade auf der Achse hier. Wir haben jetzt nicht genau definiert, wie lang 1 ist, aber die Idee ist klar. Dann ist das jetzt hier das ist Z1 mal Z2 und das ist R1 mal R2 und das hier ist Phi1 plus Phi2. So, wir haben jetzt gesagt, wenn ich zwei Zahlen multipliziere, wenn ich Z1 und Z2 multipliziere, dann verhält sich die eine Zahl so zu 1, wie sich das Ergebnis zur anderen Zahl verhält. Also schauen wir mal, wir zeichnen jetzt ein 1. So, das ist, glaube ich, ungefähr 2, also müsste da irgendwie 1 sein. So. Und wir können jetzt sehen, dieser Pfeil hier ist vielleicht, sagen wir mal, dreimal so lang wie 1. Sind. Viermal so lang. Schlecht gezeichnet. Dreimal so lang. Ja. Genau. Also die Längen glauben wir mal, dass das genau das ist, sagen wir mal, dreimal so lang wie das hier. Und das heißt, der muss dreimal so lang wie der sein und das kommt irgendwie hin. So, wie ist das mit den Winkeln? Na gut, wir vergleichen diesen Pfeil mit dem 1-Pfeil und sagen, der ist um Phi1 mehr gedreht als der 1er. Also muss der um Phi1 mehr gedreht sein als der hier. Das ist genau diese Definition. Die Frage ist, wie definiert man dieses verhält sich zu? Und wenn ich mir zwei komplexe Zahlen anschaue und ich stelle die Frage, wie verhält sich die eine komplexe Zahl zu der anderen komplexen Zahl, dann heißt das, dass ich die Längen im Verhältnis setze und die Winkel voneinander abziehe. Und dann kommen wir auf genau die gleiche Definition. Das Produkt einer komplexen Zahl ist einfach genau der Pfeil, der die Eigenschaft hat, dass er sich zu einem einen Faktor so verhält, wie sich der andere Faktor zu 1 verhält. Und das finde ich wunderschön, weil das nämlich eine sehr, sehr fundamentale Definition von wie multipliziert man, was heißt es anschaulich zu multiplizieren, ist. Und die funktioniert eben perfekt auch im Komplexen. Gut. Natürlich ist es alles irgendwie es ist ja nicht wirklich überraschend, weil natürlich, man hat die ganzen Sachen so definiert, dass am Schluss das rauskommt. Aber verhält sich so, würdest du ja definieren, auch über das Verhältnis der beiden Zahlen. Also ich dividiere die eine Zahl mit der anderen. Und wenn ich das mache, und wir schauen eben auf unsere Definition von Division, dann sehen wir auch genau das. Wir setzen die Beträge ins Verhältnis zueinander und bilden die Differenz von den Argumenten. Also wenn ich quasi die Definition, das durchdefiniere als das ist die Verhältniseigenschaft von zwei Zahlen, dann erfüllt das bereits genau dieses Kriterium.